Achten. Russische Oligarchen haben ihren Reichtum über ganz Europa verteilt. Die EU-Sanktionen sollen Putins Unterstützer treffen. Wir wollen rausfinden, was ist bisher passiert und wie erfolgversprechend ist Europas Jagd auf Oligarchenvermögen. Hier fallen einem Sachen auf die Füße, die man seit Jahren einfach verschlafen hat. Die eine Briefkastenfirma gehört der anderen Briefkastenfirma und so weiter. Das Gute ist ja, dass man mit einer Immobilie nicht wegsegeln kann. Keine Regierung der Welt ist so schnell wie Oligarchen. Rottach-Egern am Tegernsee. Hier besitzt Putins Lieblingsoligarch Alisher Usmanow eine Villa mit Bootshaus und weitere Immobilien. Gut geschützt von Bodyguards, für viele Millionen Luxus saniert. Usmanow gehört mit geschätzt 20 Milliarden Dollar Vermögen zu den reichsten Russen, steht auf der EU-Sanktionsliste. Dass er regelmäßig am Tegernsee weilt, weiß jeder hier, aber im Grundbuch steht sein Name nicht. Wir fragen den Bürgermeister nach den Besitzverhältnissen. Inwieweit ihm das gehört, weiß ich nicht. Ich kann mich noch erinnern, der Bauantrag ist damals von einer Firma gekommen, die es vielleicht wahrscheinlich ihm gehört, so würde ich das mal sagen. Und er hat, glaube ich, mittlerweile noch 3 weitere Anwesen erworben. Das heißt, der steht auch gar nicht selber im Grundbuch oder wie? Das weiß ich nicht. Das weiß ich. Ich kann Ihnen nur sagen, wo ich als Gemeinderat mit eingebunden war, dass, wie gesagt, damals der Bauantrag von einer Firma gekommen ist, die auch gar nicht den Sitz in Deutschland hat. Im Grundbuch steht die Tegernsee Limited, eine Briefkastenfirma mit Sitz auf der Isle of Man. Der Klassiker erklärt uns Konrad Duffy, Experte für Finanzkriminalität. Kein Oligarch wird mit seinem eigenen Namen im Grundbuch stehen. Da werden also Briefkastenfirmen aus anderen Ländern gebraucht, die über Schattenfinanzzentren oder Steueroasen gehen. Und so weiß man nicht, wer der wirtschaftlich Berechtigte, also der wahre Eigentümer am Ende der Eigentümerkette wirklich ist. Und das muss jetzt eben langsam herausgefunden werden. Und das kostet eben auch viel Arbeit, da wir in Deutschland zum Beispiel beim Thema Immobilien über 100 Grundbuchämter haben. Die sind nicht digitalisiert, die sind nicht digital durchsuchbar. Während sich die deutschen Behörden noch sortieren, hat ein internationales Recherchenetzwerk von Journalisten mit der Puzzlearbeit begonnen. Trägt die Besitztümer reicher Russen auf der Sanktionsliste zusammen. Im Falle von Usmanow Privatflugzeuge, Yachten, Immobilien in England, Spanien, Italien, Kroatien. Und das ist jetzt das tatsächliche Problem, die Vermögenswerte. Auch wenn klar ist, dass sie Oligarchen gehören. Diese Vermögenswerte verstecken sich hinter einem Labyrinth an Briefkastenfirmen und es ist schwer, vor Gericht zu beweisen, dass dieses Vermögen wirklich den Oligarchen gehört. Und jetzt wandern die Werte schnell in andere Hände. Dass überhaupt bekannt ist, welcher Oligarch die Tegernsee-Villen besitzt, ein Glücksfall. Das zeigt uns auch das Beispiel Baden-Baden. Keine andere deutsche Stadt ist so eng mit Russland verwoben wie die Kurstadt. Spezialisiert auf russische Luxustouristen, verknüpft durch gemeinsame Geschichte, beliebt als Rückzugsort reicher Russen. Auf den Klingelschildern vieler Villen lesen wir ominöse Firmennamen. Gerüchte und Geschichten über russische Immobilienbesitzer gibt es viele. Fakten? Keine. Ob hier jetzt Oligarchen wohnen? Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt ja Vermutungen, dass die eine oder andere Immobilie russischen Staatsangehörigen gehört. Der Hintergrund war, dass die sich hier eine Rückversicherung erkaufen wollen, wenn sie vielleicht mal abhauen müssen. Handlungsbedarf sieht die Stadt nicht. Müssten Sie denn als Oberbürgermeisterin, was man tun müsste, wenn ein solcher Name von der Sanktionsliste in Baden-Baden auftaucht? Nein, das ist nicht die Zuständigkeit einer Kommune in Deutschland. Das ist ausschließlich Zuständigkeit des Bundes und des Zolls. Und ich nehme an, dass von dort auch diese Überprüfung vorgenommen werden. Das läuft ja auch über das Thema Geldwäschegesetz, was seit vielen Jahren ja auch den Banken auferlegt, die entsprechenden Informationen weiterzugeben. Das entzieht sich der Sphäre einer Stadt und insofern habe ich da keine Zuständigkeit. Aus dem Kanzleramt heißt es, man habe eine Taskforce gegründet mit Vertretern aus über 14 verschiedenen Behörden. Wir fragen nach, wie weit die Taskforce ist. Können Sie denn beziffern, in welcher Höhe Vermögenswerte eingefroren wurden bislang? Das wird noch ein bisschen dauern, bevor man dort irgendwie irgendwas berichten kann, auch bevor man dort Zahlen berichten kann.
Da müssen Sie uns vielleicht noch ein, zwei Wochen Zeit geben. Aber ich denke, dass wir, so wie es etwas zu berichten gibt von der Arbeit dieser Taskforce, das dann auch berichten werden. Derweil bleibe Deutschland das Paradies für Geldwäsche, erklären uns die Experten. Dieses deutsche Bürokratiegeflecht ist extrem komplex und das führt dazu, dass es vielleicht das Vorteilhafteste für russische Oligarchen ist, um ihr Vermögen behalten zu können. Es wird geschätzt, dass jährlich 100 Milliarden Euro in Deutschland gewaschen werden. Und die Antwort darauf war einfach viel zu herzlos und lustlos. Genauso merken wir auch, dass zum Beispiel die Taskforce jetzt 14 unterschiedliche Behörden koordinieren soll. Also die Kompetenzen sind einfach sehr verteilt. Die Behörden sind nicht so aufgestellt, wie sie zum Beispiel in Italien aufgestellt sind. Italien, der Hafen von Triest, Anfang März. Die italienische Finanzpolizei beschlagnahmt öffentlichkeitswirksam die Luxusjacht A des russischen Milliardärs Andrei Melnitschenko. Der 530 Millionen teure, größte Motorsegler der Welt gehört offiziell einem Unternehmen auf den Bermudas. Italien reagiert trotzdem. Ich danke dem Finanzminister, der Bank Italia und der italienischen Finanzpolizei für die hervorragende Arbeit, die sie bisher geleistet haben. Jetzt müssen wir alle schnell handeln, alle. Handeln, bevor es zu spät ist, die Devise Italiens. Denn gleich zu Kriegsbeginn beobachten Hafenmitarbeiter, dass Yachten plötzlich auslaufen. Einige dürften russischen Geschäftsleuten gehören. Eine, die hier lag, gehört einem Russen namens Generalov. Die ist aber in See gestochen, sobald der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Bislang hat die Finanzpolizei Vermögen im Wert von 800 Millionen Euro beschlagnahmt. Villen und Yachten, darunter auch die Lady M. Sie gehört dem russischen TUI-Großaktionär Alexei Mordaschow, der kurz vor Verhängung der EU-Sanktionen seine TUI-Anteile an eine Firma auf den Jungferninseln verkauft hat. In Italien beschlagnahmtes Vermögen bleibt erstmal für 6 Monate eingefroren. Bereits seit 2007 ist es in Italien sehr viel leichter, Vermögen einzufrieren, wenn etwas Verdächtiges vorliegt. Und dafür gibt es eine zentrale Behörde, die Guardia di Finanza, die 60.000 Mitarbeiter hat und jetzt eben wirklich schlagkräftig vorgehen kann und hier auf das entsprechende Know-how zurückgreifen kann. Italien profitiere jetzt von Erfahrungen mit der Mafia. Italien hat lange Erfahrung, was es heißt, sich mit komplexen kriminellen Organisationen auseinanderzusetzen. Und genau das ist Russland, eine kriminelle Organisation. Und deswegen ist Italien besser gerüstet. Während Italien durchgreift, versuchen Oligarchen wie Roman Abramowitsch offenbar, ihr Vermögen vor den Sanktionen in Sicherheit zu bringen. Seine 162 Meter Yacht Eclipse und eine weitere Superyacht liegen mittlerweile in einem türkischen Hafen. Der Milliardär wurde samt Privatflugzeug in Israel gesichtet. Abramowitsch und viele andere Oligarchen haben in den letzten Jahren immer ein freundliches Gesicht gezeigt, sich als harmlose Geschäftsleute inszeniert, als verlässliche Typen. So versucht man darüber hinwegzutäuschen, dass sie natürlich auf Putins Befehl hören. London, einer der Rückzugsorte russischer Oligarchen. Großbritanniens Hauptstadt trägt auch den Spitznamen Londongrad. Doch jetzt rühmt sich die Regierung für ihr hartes Durchgreifen gegen Russen auf der Sanktionsliste. Die Briten haben 7-mal mehr Vermögenswerte eingefroren als die EU. Die Außenministerin lobt sich selbst. Wir sind in diesen Tagen an vorderster Front mit Sanktionen gegen den Kreml und wir beschleunigen Sanktionen gegen russische Oligarchen. Doch ganz vorne dabei waren Liz Truss und andere konservative Politikerinnen, als die Frau eines russischen Politikers ihnen 160.000 Euro Parteispende für ein Abendessen bot. Insgesamt 2 Millionen Pfund, das ergeben unsere Recherchen, sollen die Konservativen von russischen Spendern bekommen haben, seit Boris Johnson Premier geworden ist.
Auf Betreiben Johnsons sitzt etwa auch Evgeny Lebedev als Lord Lebedev von Hampton und Sibirien im britischen Oberhaus. Die Briten haben diese Leute umworben und rekrutiert. Viele der Banken, Kanzleien, Dienstleistungsunternehmen, die Oligarchen helfen, haben ihren Hauptsitz in Großbritannien. Russisches Geld durchziehe London wie ein unsichtbares Netz, erklärt uns Anwalt Nigel Kushner. Und der muss es wissen, denn er berät viele reiche Russen. Regierungen haben die Oligarchen aktiv ermutigt, mit ihren Familien nach London zu ziehen, ihre Kinder hier auf die Schule zu schicken, englische Gerichte für Rechtsstreitigkeiten oder Scheidungen zu nutzen, Eigentum in London zu kaufen, die britische Nationalität anzunehmen. All das ist über einen langen Zeitraum geschehen. Wenn sie nun eine komplette Kehrtwende in dieser Sache hinlegt, muss die Regierung sich also zumindest ein wenig merkwürdig fühlen. So komplett ist die Kehrtwende allerdings nicht. Die USA und die EU haben deutlich mehr Oligarchen mit Sanktionen belegt als die Briten. Erst nach kurzem Zögern hat Großbritannien das Vermögen von Abramowitsch eingefroren. Das betrifft auch den Fußballclub des berühmtesten Bewohner London-Grads, den FC Chelsea. Geschätzte 1,8 Milliarden Euro steckte er in den Club, der nun zum Verkauf steht. Wegen der Sanktionen darf der FC keine Spielertransfers mehr tätigen, keine Tickets verkaufen und musste seine Fanshops schließen. Also Großbritannien ist ein ganz interessanter Fall. Es gibt ein besseres Transparenzregister als in Deutschland zum Beispiel. Die Behörden gehen proaktiver vor gegen Finanzkriminalität und auch Geldwäsche, verhängen härtere Strafen. Aber es hat sehr lange gedauert, bis wirklich auch viele Sanktionen verhängt wurden. Das heißt, es war ein bisschen der Eindruck, dass der politische Wille fehlt. Ich denke, wir können noch mehr von Großbritannien erwarten, denn auch wir wissen, viel Vermögen liegt in Immobilien in London zum Beispiel. Vor allem im Nordlondoner Stadtteil Highgate haben die Russen sich niedergelassen. Das Beechwood-Haus soll Usmanow gehören. Das Anwesen Whittenhurst wird einem Düngemittelmagnaten zugeschrieben. Es hat 25 Schlafzimmer und einen geschätzten Wert von 360 Millionen Euro. Nur der Buckingham Palace ist größer. Die Briten sind bisher die Unterstützer für Russland gewesen. Sie haben die Oligarchen mit offenen Armen empfangen seit vielen, vielen Jahren. Der andere europäische Rückzugsort, das Versteck für russische Oligarchengelder, der Schweizer Finanzplatz. Genf. Putins Jugendfreund, Milliardär und Ölhändler Gennady Timtschenko lebt in einer luxuriösen 18-Millionen-Villa am Genfer See, die über einen unterirdischen Tennisplatz verfügen soll. Dazu kommt eine private Flotte von Flugzeugen sowie eine Reihe von Hotels und Villen. Mit seiner Frau fördert er über eine Stiftung Sport und Kultur in der Schweiz. Ja, weil es die Schweiz ist. Genau deswegen ändert sich fast nie was in der Schweiz. Deswegen ist es echt erstaunlich zu sehen, dass sie diesmal das Richtige getan haben, wenn auch zu zaghaft. Lange hatte die Regierung gezögert, sich den Sanktionen der EU anzuschließen, erst nach heftiger Kritik aus dem In- und Ausland eingelenkt. Warum haben wir so entschieden? Andere Demokratien sollen sich auf die Schweiz verlassen können. Staaten, die für Völkerrecht einstehen, sollen sich auf die Schweiz verlassen können. Etwa 30% des Auslandsvermögens russischer Bürger und Firmen liegen in der Schweiz. Schätzungen gehen von rund 100 Milliarden Schweizer Franken aus. Die Rolle des Finanzplatzes ist enorm. Man hat den Eindruck, dass alle Oligarchen, der innerste Kreis von Putin, Bankkonten in der Schweiz haben. Da liegen wirklich hunderte Milliarden Dollar auf Schweizer Bankkonten. Russisches Geld, das extrem gut versteckt ist. Und Schweizer Banken sagen zwar, hey, wir passen schon auf, aber dann errichten sie doch wieder neue Systeme, zum Beispiel Trusts. Gestrandet in Basel. Mehrere Privatflugzeuge russischer Besitzer stehen hier auf dem Rollfeld. Darunter auch ein Flugzeug, das Abramowitsch gehören soll.
Russische Flugzeuge dürfen nun nicht mehr starten. Doch die Beschlagnahmung von Jets, Immobilien oder Yachten scheint nicht geplant. In der Schweiz geht man eben auch eher zaghaft hier vor. Es gibt inzwischen auch eine Taskforce. Diese Taskforce vertraut darauf, dass ihr Sachen gemeldet werden von anderen Behörden. Und da merkt man schon, dass es eher ein nicht so proaktiver Ansatz generell, obwohl gerade in der Schweiz es einen geben müsste. Denn hier könnte also sehr viel eingefroren werden, was eventuell auch Oligarchen wirklich wehtun würde. Es ist einfach ein beliebtes Land wegen der Anonymität und wegen dem Bankengeheimnis. Und der Handel mit russischen Rohstoffen geht weiter. Rund 80% des russischen Rohstoffhandels werden über die Schweiz abgewickelt. Noch ist dieser Handel nicht von Sanktionen betroffen. Die Schweiz verdient weiter kräftig mit. Europas Jagd auf Oligarchenvermögen läuft in unterschiedlicher Gangart. Und wir fragen uns, ob Europa überhaupt über genug gesetzliche Munition verfügt, um Putins Oligarchen zu treffen. Das Problem ist, dass wir der Offshore-Industrie erlaubt haben, so stark zu werden, dass wir russisches Vermögen gar nicht verfolgen können. Wir benötigen Transparenz über Vermögen und wir benötigen gut aufgestellte Behörden. Wir müssen Gesetze verabschieden, die verbieten, dass Briefkastenfirmen irgendwas in Europa besitzen. Wir müssen wissen, wessen Geld sich in unserem Finanzsystem befindet. Unser Eindruck ist, Europa braucht bessere Gesetze gegen Geldwäsche und viel politischen Willen, um dem System von Putin und seinen Oligarchen etwas entgegenzusetzen.